21, wir sind zurück in der Rivals 2 Serie. Das mittlerweile 17. Practice Games. Ich muss gestehen, ich kann sie bald nicht mehr sehen. Einfach die Formulierung stört mich. 3-Sterne-Herausforderung. Wir sollen einen Passing-Touchdown in dem Drive erzielen, der jetzt vor uns liegt. Wir bekommen einen Bonus, wenn wir diesen Passing-Touchdown in 4 Spielzügen, beziehungsweise einen 5. Stern, wenn wir ihn sogar nur in 2 Spielzügen schaffen. So, das ist ein erster Versuch und 10 an der eigenen 25-Yard-Linie zu Beginn des ersten Quarters. Es geht wieder gegen die Challengers. An der eigenen 25. Das ist schon ein Brett. Wir gehen per Audible in die 4 Verticals und achten mal auf Cooper und Lamb, ob die sich lösen können. Heißt, wir müssen schauen, was die Safeties machen. Und da haben wir einen freien Receiver. Das hat man früh gesehen. Der Safety zieht nach innen. Lamp 1 gegen 1 gegen den Corner. Und der ist viel schneller. Und im allerersten Play eine 75-Yard-Touchdown-Bombe von Prescott auf CeeDee Lamb. Das macht so einen Spaß mit diesem Rookie-Wide-Receiver. Und dementsprechend holen wir hier relativ schnell alle 5 Sterne. Und ich glaube, so langsam aber sicher nähern sich die Practice-Games auch dem Ende. Und ich bin froh, wenn ich keine Trainingsspiele mehr erledigen muss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.